Willkommen zur nächsten Folge von Slime Ranger. Wenn euch das Projekt gefällt, lasst keine Bewertung da und abonniert gerne den Kanal, um keine Folge zu verpassen. Und jetzt viel Spaß. Ja, wir haben so ein kleines Problem, meine lieben Damen und Herren. Die ersten 10 Minuten meiner Aufnahme sind einfach weg. Die sind einfach weg. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was hast du gemacht? Und ich sage euch, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was passiert ist. Die 10 Minuten sind einfach weg. Falls es euch beruhigt, ich habe nur versucht, alle möglichen Gehege zu organisieren. Das heißt, ich habe Essen bei jedem reingepackt. Aber ich habe auch das neue Gebiet ein bisschen erkundet. Das ist das, was mich ein bisschen ärgert. Wir haben zwei neue Früchte entdeckt und, jetzt kommt das Problem, eine neue Slime-Art. Die zeige ich euch auf jeden Fall gleich. Ein bisschen ärgerlich, dass wir, dass wir da jetzt das Problem haben, dass ich das nicht auf Video habe. Wie gesagt, ich kann da wenig dazu. Es ist einfach passiert. Es war einfach weg. Ich habe es auch eben gerade erst bemerkt. Gut, dass ich es überhaupt bemerkt habe. Weil dann hätte ich mir jetzt eine Stunde Aufnahme gemacht und, dann wäre es umsonst gewesen. Aber es ist trotzdem jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber wie gesagt, keine Sorge. Ich zeige euch auf jeden Fall gleich, was ich organisiert habe und wieso ich kein Geld habe und so weiter und so fort. Das zeige ich euch gleich. Jetzt müssen wir aber erstmal Honig-Slimes holen und pinke Slimes. Unser Auftrag jetzt. Deswegen machen wir das mal schnell. Ich habe auch graue Slimes mitgenommen, um die wundervollen neuen Slimes gleich zu kreuzen. Ich glaube, da bieten sich graue ganz gut an. Von denen haben wir zumindest nicht so viele. So, Honig-Slimes brauchen wir wieder ein bisschen. Da ist wieder ein Jäger-Slime, aber den nehme ich jetzt mal nicht mit. Ich habe auf jeden Fall herausgefunden, dass ich ein neues Chatpack mir auch holen kann. Damit können wir dann auf jeden Fall gute Distanzen weglegen. Aber jetzt müssen wir erstmal, wie gesagt, noch ungefähr 3 pinke Slimes und 6 Honig-Slimes organisieren. Für einen Auftrag, den wir erfüllen müssen. Ich werde jetzt alle 5 Minuten paranoid einfach mal nach links gucken, um zu schauen, ob eine Aufnahme noch läuft. So, ich müsste aber haben, was ich brauche. Und zwar sind wir jetzt hier zurück wieder in der Base. Und wir geben jetzt erstmal hier das ab, bevor ich euch dann zeige, was wir Neues haben. Dankeschön. Und wir kriegen 2 Gockel. Das ist doch schon mal ganz angenehm. Darüber kümmern wir uns gleich. Jetzt aber erstmal zum Kreuzen. Ich würde sagen, wir nehmen die Honig-Slimes dafür. Doch nicht die grauen, die sind ein bisschen pflegeleichter, die Honig-Slimes. Dann können die jetzt hier mal schön produzieren. Das sind nämlich Rad-Slimes. Die sind radioaktiv. Wenn man sich in denen ihrer Nähe aufdings, füllt sich eine Radioaktivitätsleiste. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Sonst sind die aber eigentlich ganz pflegeleicht. Die mögen auch nur Gemüse, soweit ich weiß. Es wird bald Zeit, dass wir hier mal ein bisschen aufräumen, habe ich das Gefühl. Und ein zweites Gehege machen. Apropos, ich habe natürlich jetzt auch mal wirklich keine Kosten und Mühen gespart, mein ganzes Geld ausgegeben, um Sprinkleranlagen und so zu kaufen. Das heißt, jedes meiner Gehege und jedes meiner Gärten sollten jetzt eigentlich voll ausgestattet sein. Fast jedes natürlich nur. Und jetzt kann ich maximales Geld nämlich rausholen. Ich werde jetzt erstmal alles abgeben, was wir so an Plot haben. So, mit dieser Ladung an Plot gehen wir jetzt mal kurz an den Markt. Also wenn wir danach nicht reich sind, weiß ich auch nicht weiter. Ich denke, das müsste jetzt auf jeden Fall einiges an Geld ranbringen. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass es nichts macht. Ich sehe schon, wie die Zahlen hochgehen. Gucken wir jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wie viel da draus wird. Haben wir so ein bisschen Knallplot. Und wir sind bei 5.000 fast. Holla, die Waldfee. Ich will halt am liebsten jetzt auf die 10.000 erstmal sparen, ne? Weil es eigentlich auch gar nicht so schwer sein sollte mit den 10.000. Ja, weil hier drin haben wir noch die Slimes. Auch wenn die aktuell nicht so am Produzieren sind irgendwie. Ah, warte mal, ihr mögt gar kein Gemüse. Das erklärt natürlich vieles. Ich dachte, ihr mögt Gemüse, aber Herzrüben mögt ihr ja gar nicht. Ah, das erklärt natürlich einiges. Das ist natürlich ein Problem und dumm. Ich habe auch, by the way, hier unten noch Sachen angepflanzt, wie ihr vielleicht seht. Zum Beispiel das Ding hier. Ah, das ist auch Gemüse, keine Frucht. Ach, warte, ihr mögt ja Gemüse, keine Frucht. Okay, warte, dann kann ich euch das geben. Natürlich hier auch Sprenkleranlage. Und wir haben das hier noch neu bekommen. Die verzwickte Zwiebel, was auch immer das ist. Ach nee, ich war doch falsch. Ihr mögt kein Gemüse, ihr mögt... Ah, okay, warte, ich bin dumm. Ihr kriegt auf jeden Fall gleich neue Früchte gebracht. Ich muss jetzt nur hier mich kurz einmal organisieren. Herzrüben sind das Lieblingsessen von den Kollegen. Das heißt, das ballern wir da mal rein. Ganz ehrlich, wir haben gerade 7.200. Ich spare jetzt auf die 10.000. Das sehe ich jetzt nicht ein. Ich bräuchte jetzt eigentlich nur einiges an Gemüse noch. Dann könnte ich was machen. Wir haben ja hier oben das Gebiet eröffnet. Wie gesagt, das habe ich ja schon erkundet in der Aufnahme, die leider verloren gegangen ist. Trotzdem gibt es hier auch auf jeden Fall wieder einiges zu erledigen. Unter anderem müssen wir wieder mal mit Früchten und Gemüse verschiedene von diesen riesigen Slimes füttern. Deswegen machen wir das auch jetzt als erstes Mal. Ich muss nur wieder finden, wo ich hin muss. Hier sieht gut aus. Da war der Kollege auf uns. Der möchte Gemüse haben. Kann er haben. Oh, wie viel frisst du denn? Ich habe jetzt 30 Karotten in dich. Okay, das wird nicht reichen. Okay, er ist voll. Wenigstens etwas. Und er hat hier ein Portal geöffnet. Das ist sehr wichtig. Natürlich wieder mal so eine Kiste. Und hier ein Portal. Da können wir durch. Und dann können wir uns jetzt hier teleportieren. Sehr wichtig. Weil hier, wenn ich durch das Portal durchgehe und hier runterlaufe, sind wir nämlich hier drin. So, jetzt ist nur die Frage. Ich habe noch einen zweiten Slime entdeckt, den ich füttern muss. Wo ist der? Wo hatte ich den gefunden? Brauche für den auch noch einiges an Gemüse, also sammle ich das lieber mal alles ein. Brauche bestimmt für den, den ich noch füttern möchte, bestimmt über 40 Gemüse. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da weniger brauche. Ich muss auch noch hier irgendwie runterkommen. Das wird lustig. Okay, wir haben es geschafft. Ich glaube, das sollte passen. Sehr gut. Alles an Gemüse mitnehmen, was ich hier finde. Hier findet man, wie gesagt, auch die Rad-Slimes dann. Hier ist gefährliches Gebiet, da muss man aufpassen. Ja, wenn das nicht reicht, gell, dann weiß ich auch nicht weiter. Ah, ich habe ihn gefunden. Okay, hallo, mein Freund. Ich habe ganz viel Happa-Happa für dich dabei. Richtig, richtig viel Happa-Happa. Okay, er ist voll, er ist voll, er ist voll, er ist voll. Let's go. Ein Schlüssel. Okay, das ist richtig geil. Geht ihr mal alle weg, bitte. Ihr zerstört hier gerade ein bisschen mein Leben. Oh, das sieht interessant aus. Frage ist, was mache ich jetzt mit dem Schlüssel? Welche Tür möchte ich öffnen? Ich bin verwirrt. Es wird langsam so verzwickt, Leute. Ich finde doch nicht mehr die Wege. Ich habe doch einen schlechten Orientierungssinn. Mann. Wenn ich jetzt hier hochgehe, oder besser gesagt hier runter, bin ich hier. Was ist das jetzt hier? War ich hier schon mal? Ja, hier war ich schon mal. Da muss ich nicht hin. Ich muss hier hoch. Ich muss hier lang. Genau, hier muss ich lang. Hier war das Portal.
mich alles täuscht. Ja, da ist das Portal zurück zur Base. Und hier konnte man nach oben und hier nach unten. Und dann ist man hier noch lang gekommen. Ich weiß nämlich, dass hier irgendwo sich noch ein Portal versteckt. Oder besser gesagt eine Tür, die man noch öffnen kann. Und ich versuche gerade rauszufinden, welches sie ist. Hier, gefunden. Mit dem Slime-Schlüssel öffne jetzt hier die Tür. Und wir landen wo? In einem neuen... Oh mein Gott, wie sieht dieses... was ist das für ein Gebiet? Hilfe. Was zum Teufel geht hier ab? Ich finde es gerade gruselig hier. Okay, der hat hier ein pinkes Plort. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich in jeder Plort-Sorte was. Das da brauchen wir ein Phosphor-Plort. Das da ist ein Honig-Plort. Das pinke haben wir schon. Hier oben ist sogar noch eine Schleimtür. Kannst mir echt... Also, wie viele Türen gibt es denn hier? Hier ist, glaube ich, ein... Da ist der für die Radioaktiven. Da haben wir einen gerade dabei. Dann können wir mal hier kurz... Wow. Könntest du den bitte jetzt einfach mal in deinen Mund nehmen? What did he say? Dankeschön. Was war das für ein Geräusch? Okay, ich muss also mit jeder Plort-Farbe mal hierher kommen. Und dann? Ist aber noch nicht Endgame, oder? Ich weiß es nicht. Habe ich nicht von jeder Plot-Farbe was? Ich gehe mal zurück und organisiere das schnell, würde ich sagen. So mehr oder weniger schnell, weil ich muss ein ganz schönes Stück laufen. Kann ich nicht sogar hier einige der Farben noch organisiert bekommen? Ja, hier, warte. Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder gelandet? Wollte ich hier nicht sein? Dieses Spiel verwirrt mich so sehr. Ihr glaubt mir das gar nicht. Oh, oh, unangenehm. Ich habe hier mit wenig zu tun, möchte ich kurz mich einmal davon distanzieren. Also warte mal. Hier hinten ist der blaue Knecht. Hier chillt der Magma, Explosionsknecht. Das heißt, es fehlen nur noch Phosphor, Honig und diesen von den Grauen. Das kann ich in einem Zug hierher bringen. Das können wir machen. Jetzt bin ich wieder hier. Kriegt ihr erstmal wieder Happer Happer. Also die pflegeleichsten Slimes sind auf jeden Fall die hier. So, es wird mal wieder Zeit, wie viel Geld wir einnehmen können. Rauszufinden, wie viel Geld man einnehmen kann. Ihr wisst, was ich meine. Let's go. Reicht das für die 10.000? Ich gehe mal fest davon aus, würde ich sagen. Ja, wir haben jetzt schon über 10.000. Und ich habe noch nicht mal alles eingesammelt. Es wird interessant. 49 von den Explosionsdingern. Alles klar. Ist das eine... Also das ist ja wirklich eine Beleidigung. Das ist ja wirklich krank, wie viel Geld ich jetzt habe. Ich gebe jetzt erstmal alles an Plort ab und dann schauen wir, was wir uns kaufen. Junge, was machst du hier draußen? Also die Honig-Plorts sind gefühlt die krassesten Sachen, die ich habe. Ich muss noch nicht mal alles an Plorts abgeben, weil ich eh viel zu viel habe gerade. Ich habe 17.000. Oh mein Gott, ich bin reich. Ich bin so reich. Ich werde jetzt nichts verkaufen gehen. Wir gehen direkt einkaufen. So, das Labor gekauft. Let's go. Das Labor freigeschalten. Hier ist auf jeden Fall nochmal neuer Platz. Und was können wir jetzt hier machen? Wir können Raffinerie, wir können Plort hier reinballern oder wie? Was bringt mir das? Muss ich das verstehen? Was kann man hier machen? Man kann einen Bohrer herstellen. Dafür braucht man verschiedene Plorts. Okay. Das klingt irgendwie sus. Aber, I mean, soll's halt so sein. Was haben wir hier? Pinker Teleporter. Neuling Bienenhaus. Erlaubt es, die Ressourcen von wilden Bienen zu sammeln. Hä? Neulingspumpe. Drohne. Wassergeschütz. Slimeballring. Slimeballbrühne. Pinke Lampe. Pinkes Warp Depot. Medistation. Holen wir uns mal die Pumpe. Das Neulingsbienenhaus. Den pinken Teleporter. Warp Depot. Medistation. Wassergeschütz. Und den Rest kann ich mir erstmal nicht leisten. So, habe ich das jetzt oder muss ich das jetzt erstmal herstellen? Ah, ich muss das herstellen. Okay. Uiuiui, ist das alles teuer. Ich brauche jetzt erstmal so ein Bienenhaus zum Beispiel. Ah, okay. Okay, 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 okay. Klingt interessant. Auch ein bisschen seltsam, aber auch interessant. Wir haben zwar wieder kein Geld mehr, aber dazu gehört sich's ja. So, meine Freunde. Habt ihr mittlerweile eigentlich... Ach, warte, ich habe euch kein Essen gegeben, ne? Ah, und jetzt brauche ich Plot nicht mehr nur, um Geld zu bekommen, sondern ich brauche auch Plot, um jetzt Sachen herzustellen. Das macht die ganze Sache komplizierter. Ah, ich verstehe. Ich möchte jetzt aber unbedingt diese Drohne eigentlich haben. Und dafür müssen wir halt eben diesen Bienenkollegen herstellen. Also, was brauche ich denn fürs Bienenhaus? Ich brauche noch Phosphorplot und dann bin ich hiermit erstmal fertig. Okay, für die Drohne brauchen wir Quantenplot. Ja, so viel dazu. Was ist das alles? Tiefensohle? Yo, was geht hier ab? Wir haben sogar einen neuen Anruf gerade drin. Was willst du, Machi Miles? Oh, shit. Okay, das kann ich nicht machen. Was ist das für ein blaues Ding? Kann ich nicht mithelfen. Ich muss das zugeben. Ich habe ja gesagt, ich habe das Spiel schon mal angefangen für ein Let's Play. Ich habe es ja nie fertig gespielt. So weit, wie ich jetzt gerade bin. War ich noch nie. Das ist gerade alles für mich Neuland. So, wir ballern da jetzt erstmal alles rein, was ich habe. Das Bienenhaus können wir jetzt sogar fabrizieren. Davon können wir uns erstmal eh nichts mehr leisten. Wir brauchen jetzt erstmal die ganzen Standardsachen. So, dann baller ich jetzt mal hier alle bis auf einen der grauen Steine rein. Genauso bei Phosphor. Danke. Dann würde ich gerne einmal so eine Pumpe herstellen. Und hierfür brauchen wir noch ein bisschen radioaktive Dings. Hier fehlen uns ja nicht mehr so viel. Wo steht jetzt eigentlich dieses Bienennest? Jetzt aus Interesse. Weil ich habe jetzt ja alles hier. Wird nur noch ein Bohrer. Dafür brauchen wir noch ein bisschen radioaktives Zeug. Ah, warte mal. Ich kann jetzt hier was hinplatzieren. Kann ich hier ein Bienennest hinplatzieren? Und hier die Pumpe. Was zum Teufel ist das für ein... Oh mein Gott, ist das krass. Ich bin so verwirrt. Vor allem, ich werde wahrscheinlich jetzt gleich noch mehr verwirrt werden. Das Einzige, was ich gerne noch machen würde, wäre ein Dings hier reinzustecken und dann mir noch so einen Bohrer mir zu holen. Und dann würde ich gerne hier noch diesen Bohrer hinplatzieren. So, dankeschön. Wie groß ist diese Map denn bitte noch? Alter, das ist so ein Fiebertraum. Okay, wir haben noch einen Auftrag, den wir jetzt machen müssen. Das heißt, ab durch den Teleporter hier hinten. Let's go. Jetzt muss ich nur noch den Weg finden. Nein. Mein Dings war schon wieder leer. Das kannst du niemandem erzählen. Ich habe so keine Lust mehr auf diesen Fehler. Jedes Mal das gleiche. Ich habe jetzt gerade so viel Geld weggeworfen. Apropos, ich habe gerade Schatzknacker bekommen. 4.500, ja Hilfe. So, hier müssen wir auf jeden Fall noch hin. Das wollte ich heute noch unbedingt schaffen. Da kriegst du jetzt einmal deinen Phosphor-Lord. Dankeschön. Diese Geräusche. Du kriegst deinen Honig... Okay, doch nicht. Du kriegst deinen Honigplot. Wo ist denn der letzte? Ja, wo ist denn der letzte von diesen komischen Steinchen? Kann er nicht mal hier sich irgendwie zeigen? Ich habe den doch vorhin schon gesehen. Ah, hier ist er. So, wir haben es geschafft. Das Tor.
Okay. Was ist das? Was ist das für ein Tor? Was passiert hier gerade? Okay, danke dafür. In die Vergangenheit, antike Ruinen. Was bist du? X zum Aktivieren. Was geht hier ab? Warum bin ich hier? Ist das Endgame? Ist das kein Endgame? Soll ich hier sein? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, nein. Ich will wissen, ob ich hier was Neues entdecke. Wait, ich habe was Neues gefunden. Ja, hallo? Quantenslimes. Okay, die waren wichtig. Davon nehmen wir auf jeden Fall wieder einiges mit. Ich verstehe jetzt nun nicht ganz, was jetzt hier gerade abgeht und warum ich hier bin. Und was ich hier machen muss und was meine Aufgabe ist. Und was ist das alles hier? Hallo? Hey, was seid ihr denn? Ein Echo? Was sind Echos? Weiß nicht, ob ich hier sein möchte. Ich glaube nicht. Kann ich einfach gehen? Fühlt sich aber irgendwie nicht so an, als könnte ich einfach gehen. Hier sind noch viele Echos. This is the part where I'm getting confused. I'm really, really, really weird it's right now. Ich folge hier halt auch nicht mal mehr einem Muster. Ich laufe hier einfach gerade rum. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwie ganz schnell wieder ein Portal finde. Hier sieht's aber irgendwie, da ist ein Portal. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin und ich würde auch nie wieder hierher finden. Aber hier ist ein Portal. Zurück zur Range. Zur Ranch. Ranch? 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 Ihr wisst, was ich meine. Nicht dein Ernst, oder? Nicht dein Ernst! Ja gut, dann brauchen wir wohl erstmal einen Slime-Schlüssel. Ich weiß dann nicht, wo ich noch einen herbekomme, aber muss halt irgendwo eingeben. Was mache ich jetzt mit den Echos? Was? Hä? Ja, ihr werdet jetzt einfach hier gelagert. So, ich gebe jetzt hier mal einen Honigplot und drei Knallplots ab. Dankeschön. Frage ist jetzt natürlich. Was macht man jetzt? Ich brauche jetzt ja eigentlich diesen Slime-Schlüssel, ne? Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld ausgeben. So, schon sind wir wieder 2500 Euro los. Geld, wie auch immer. Das Problem ist, die Kollegen können richtig schnell richtig unglücklich werden. Das heißt, ich organisiere ihnen jetzt erstmal richtig viel Essen. Warum seid ihr schon wieder hier? Wie kommt ihr hier raus? Wieso? Ihr könnt euch teleportieren? Bitte nicht. Dann, das würde ja dir unmöglich machen zu halten. Das heißt, ich muss hier einfach hoch. Ich habe irgendwie das Gefühl, die zu halten wird richtig schwer. Das ist ein Problem. Ja, mal schauen, ob das funktioniert. Ich würde mich gerne aber nochmal hier hinten umgucken. Wie geht's euch? Ich würde das gerne auf jeden Fall noch diese Folge schaffen. Oh, die sind fertig. Okay, was ist das? Summwachs. Was denn bitte Summwachs? Was ist das denn? Lavastaub und Uröl? Ich bin so verwirrt. Das Ding ist, die Teile werden also zerstört. Das macht es halt irgendwie ein bisschen schlecht, ne? Das heißt, ich müsste dauerhaft genügend Materialien haben, um weiterhin diese Maschinen herzustellen. Wow, danke für diese vier Glippersteine. Alter, hier geht's ja wirklich drunter und drüber. So, ich würde sagen, als letztes Ziel für den heutigen Tag wollen wir noch dieses neue Upgrade uns holen, was 5000 kostet. Das fände ich jetzt auf jeden Fall noch angebracht. Ich muss echt mal wieder unser Essen organisieren, aber das machen wir dann erst bei der nächsten Folge erst wieder. Okay, wir haben genau 5000. Jetzt kaufen wir uns das hier noch. Einfach aus Interesse. Die Docks werden gekauft. Und was schalten wir jetzt hier frei? Eine Quietscheente. Nochmal einiges an Platz auf jeden Fall. Kaputte Brücken. Danke dafür, I guess. Sonst noch irgendwas oder war es das? Es ist einfach nur ein Platz-Upgrade. Ja gut, haben oder nicht haben, würde ich sagen. Das war jetzt aber auf jeden Fall nicht so notwendig. Was aber jetzt noch notwendig ist, ist eine letzte Aufgabe heute. Und zwar will ich nochmal bei dem hier auf die Range vorbeigucken. Und ich würde nämlich gerne eigentlich, also 75 wird vielleicht jetzt ein bisschen viel. Ich würde gerne noch einen Durchlauf machen. Oh, wir sind wo Neues gespawnt. Okay, ich verstehe. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, in der letzten Folge haben wir das freigeschalten. Wir müssen ja diese Kokadu-Dinger finden, ne? Gleichzeitig sind hier aber richtig, richtig viele von diesen bösen Slimes und die werden uns die ganze Zeit angreifen versuchen. Und für diese Kokadus kriegen wir auf jeden Fall gutes Essen. Deswegen sollten wir auf jeden Fall das gut organisieren und gucken, dass wir nicht dabei sterben. Ich weiß nicht, wie viel Kokadus, Dinger man in einer Runde schaffen kann. Aber ich würde schon eigentlich gerne dieses 75-Ding irgendwie mal schaffen, aber 50 Bären kann ich ja nicht mal tragen. Das heißt, wir versuchen jetzt auf die 30 zu gehen, würde ich sagen. Und wir nehmen natürlich wieder mal neue von den Säbelplots mit. Ich finde diesmal aber sehr wenige Kokaduba-Dinger-Teile. Letztes Mal habe ich mehr gefunden. Aber ich war ja noch nicht überall. Ich habe auf jeden Fall schon mal 13, das ist schon mal ein Anfang. Hier ist schon wieder der Ausgang. Ich habe eine Stelle noch nicht besucht, da möchte ich jetzt noch hin. Oder zumindest finden, wo die war. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Hier ist noch was. Ich wusste doch, ich habe was übersehen. Kann ich hier durch? Oh mein Gott, ich kann hier durch. Jetzt werde ich wahrscheinlich nie wieder zum Ausgang finden. Jetzt habe ich ihn gefunden, aber ich werde nicht mehr zurückfinden. Wenigstens habe ich 23 von diesen Kokadubas. Oh, da ist noch ein Ausgang. Okay, mit 25 würde ich zurückgehen. Dann ballern wir jetzt hier mal die Kokadubas rein. So, jetzt fehlen uns nur noch 25. Das machen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall. Und dann kriegen wir das hier oben, was auch immer das heißt. So, ihr seid alle da noch irgendwie drin, aber auch irgendwie nicht. Ihr verwirrt mich. Aber ich würde sagen, da die letzte Folge etwas länger war, ist das jetzt hier das Ende dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Abonniert gerne den Kanal, um die nächste Folge nicht zu verpassen und zu sehen, was da noch passieren wird. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Haut doch rein. Und tschüss.